Das Deckchen, das ich jetzt mit euch häkeln möchte, mit diesen Herzen, würde ich roten Häkelgarn benutzen und eine Häkelnadel mit der Stärke 1,75. Das Deckchen ist ganz einfach zu häkeln und ich finde, das dauert nicht mehr lange, dann haben wir wieder Muttertag und ich finde so kleine selbstgemachte Geschenke am besten. So, wir machen jetzt Folgendes. Wir brauchen 8 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8. Wir schließen die Maschen mit einer festen Masche. So. Und so entsteht unser Ring. Jetzt machen wir wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Und jetzt machen wir 23 Stäbchen mit einem Umschlag. Ich mache das immer so, dass ich, Moment, dass ich hier diese Garn, was da hängt, verarbeite auch. Das heißt, dass dann wird er ganz fest da. Wir haben jetzt mit diesen 3 Luftmaschen zusammen 2 Stäbchen und wir brauchen insgesamt mit den 3 Luftmaschen brauchen wir 24 Stäbchen. Das sind jetzt 3, 4, 5. Da kannst du mal sehen, dass ich immer diese Garn hier festhalte, um ihn zu verarbeiten. Das waren jetzt 4, 5. 6 und das Ganze 24 Mal. Die nächste Runde. Jetzt verbinde ich die letzte Masche mit der ersten Masche mit einer festen Masche. So, da haben wir unser Ring. Die nächste, zweite Runde, da machen wir 4 Luftmaschen, ein Umschlag und dann stechen wir hier in der Mitte von unserem Stäbchen rein. Durchziehen, durch 2, durch 2. So sieht's aus. Gleich zeige ich euch das nochmal, dass man das besser sehen kann. So sieht das aus. Es ist so wie, ich würde sagen, wie eine Träne sieht das aus. Jetzt machen wir wieder hier oben 4 Luftmaschen noch einmal. 1, 2, 3, 4.
Dann machen wir zwei Umschläge. Eins, eins, zwei. Und stechen in unsere dritte Masche. Eins, zwei, drei. Ziehen den Faden durch. Einmal durch. Zwei. Durch zwei. Immer noch nicht. Okay. Jetzt aber. Und durch die letzten zwei. So sieht's aus. Jetzt machen wir noch einmal einen Umschlag und wieder in der Mitte hier rein durchziehen. Einmal und zweimal. So sieht das aus. Und noch einmal. Vier Luftmaschen. Zweimal Umschlag. Eins, zwei, drei. In dritte Masche rein. So. Ich lege mir das immer so zusammen, weil sonst entsteht mir da zu große Loch. Einmal, zweimal und das dritte Mal. Ein Umschlag und wieder ungefähr in der Mitte rein. Durchziehen. Durch zwei. Durch zwei. Und dann wiederholst du das so lange, bis du wieder ganz am Anfang bist. Ich zeige das nochmal. Vier Luftmaschen, zwei Umschläge, eins, zwei, eins, zwei, drei, durchziehen. Zwei, durch zwei, na will nicht, was ist so, und jetzt durch zwei, ein Umschlag und wieder in der Mitte. Und ganze Runde machen wir so. So sieht es jetzt aus. Wir können jetzt die nächste Reihe häkeln. Die ist sehr einfach. Und was ich noch sagen wollte, ich habe das Ende und Anfang habe ich miteinander verbunden mit einer festen Masche. Jetzt machen wir drei Luftmaschen, einen Umschlag und stechen da, wo unser Stäbchen hier mit den drei Maschen rausguckt. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich, doch. Da haben wir jetzt zwei. Ein Umschlag und in unsere zweite Masche
Das ist, ich zeige dir erstmal so, das ist hier unsere Träne sozusagen. Das war die erste Masche, wo wir jetzt die zwei Stäbchen gemacht haben. Jetzt kommt die zweite. Das heißt, wir machen einen Umschlag und stechen in die zweite Masche, Moment, Masche, die über unsere kleine Träne ist. Wollte euch das so zeigen, dass das so jetzt habe ich. Ich habe keinen Umschlag gemacht, das muss mit Umschlag werden. So. Einmal durchziehen. Durchziehen. Wieder ein Umschlag und wieder da, wo wir jetzt. So, einmal. Zweimal. Das heißt, wir machen das so, dass hier im Moment, dass wir hier insgesamt vier Stäbchen haben. Jetzt kommen vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Ein Umschlag und das wiederholen wir. Da kann man sehen, die zwei Stäbchen, was wir hier haben. In das erste Stäbchen stechen wir rein, durchziehen. Und durchziehen. Noch ein Umschlag und genau da wieder das zweite Mal. Da haben wir schon zwei Stäbchen. Ein Umschlag und in unser nächstes Stäbchen einmal und das zweite Mal. Genau da, wo wir gerade unser erstes Stäbchen gemacht haben. Das heißt, wir stechen jetzt, wie ich gesagt habe, da haben wir bei unserer Träne zwei Stäbchen und jetzt machen wir vier. Jetzt kommen wieder vier Luftmaschen. Ein Umschlag und dann in jede Stäbchen zweimal vier Luftmaschen, ein Umschlag und da haben wir unser erster. Einmal, zweimal. Noch ein Umschlag und wieder da rein. Ach, ich habe meinen Finger dazwischen. Das ist das zweite Mal. Ein Umschlag und in unser zweites Stäbchen. Einmal. Und das zweite Mal. Ich hoffe, du kannst das richtig sehen. Und das zweite Mal. Und das wiederholen wir, bis wir die Runde zu Ende haben. Und dann verbinden wir wieder mit festen Maschen die Enden. Ich habe die Runde wieder mit einer festen Masche beendet. Die nächste Reihe machen wir drei Luftmaschen. Wir haben jetzt hier vier Stäbchen. Wir machen im Prinzip
genau das gleiche, was wir vorher gemacht haben. Nur von den vier würden wir jetzt insgesamt nach der Runde 8 haben. Das heißt, 3 Luftmaschen, ein Umschlag und über unser erstes Stäbchen machen wir 2. Nochmal, das ist unser erster, das heißt ein Umschlag und hier, wo wir die 3 Luftmaschen angefangen haben, durchziehen. Es wird nichts. Doch. So, jetzt haben wir 2 Stäbchen. Jetzt in unsere nächste, zweite von der ersten Runde hier, auch kommen 2. Einmal. Und das zweite Mal. Wir machen so, dass wir hier jetzt 8 Stäbchen kriegen. Bis jetzt haben wir 4, doch ein Umschlag und in unser oder über unser nächstes Stäbchen einmal und wieder da rein. Zweimal. Nächste, ein Umschlag. Einmal. Und das zweite Mal. Kannst du mal zwischendurch gucken. Da haben wir 2 Das sind unsere 2 3 4 5 6 7 8 Jetzt haben wir 8 Stäbchen und das brauchen wir. Das ist schon unser Anfang für unser Herz. Da er hier ein bisschen breiter wird, machen wir jetzt keine 3 Stäbchen, sondern 4 Stäbchen, sondern 3. 1, 2, 3. Ein Umschlag. Ich glaube, ich war zu weit und du hast das nicht richtig gesehen. So, das ist, das geht schon für unser Herz. Wir haben bis jetzt hier immer 3 Luftmaschen gemacht in der vorigen Reihe. Da waren 4 Luftmaschen. Moment, 1, 2, 4 Luftmaschen. Entschuldigung, ich muss auch zwischendurch in meinen Heft gucken. Jetzt machen wir 3 Luftmaschen. 2, 3. Und hier wieder 8-mal. Mit Umschlag natürlich, das habe ich wieder vergessen. So, das ist das erste Mal ein Umschlag, das zweite Mal Umschlag, dritte Mal Umschlag, das vierte Mal. Umschlag. Fünfte Mal. Umschlag.
sechste Mal. Ein Umschlag und da haben wir unsere letzte. Das heißt, jetzt haben wir das siebte Mal. Und noch einmal in unser letzte Stäbchen. So, jetzt haben wir auch hier 8. Jetzt machen wir wieder 3 Luftmaschen und das Ganze wiederholen wir. Umschlag hier in unser erste oder beziehungsweise über unserem ersten machen wir wieder 2 Stäbchen, 2 Stiche und so weiter, bis du die Runde wieder ganz durch hast. Die Runde haben wir auch schon fertig. Auch wie immer, die letzten 3 Luftmaschen verbinden wir mit unserer ersten Masche. So, jetzt häkeln wir 3 Luftmaschen, einen Umschlag und da, wo unsere Luftmaschen beginnen, stechen wir einmal und durch. Jetzt die nächsten 6 Maschen. Machen wir ein Stäbchen, ein Umschlag. Moment, dass du das besser sehen kannst. Ein Umschlag. Die erste Masche. So, ein Stäbchen, ein Umschlag. Wieder ein Stäbchen. Habe ich da keinen Umschlag, glaube ich, gemacht? Ja. Zweite Mal. Dritte Mal. Vierte. Fünfte. Und sechste. Die letzte Masche machen wir wieder 2 Stäbchen, ein Umschlag, ein Stäbchen und genau da rein noch ein Stäbchen. Irgendwie will das nicht, aber jetzt. So. Jetzt machen wir dazwischen 2 Luftmaschen. Vorher haben wir 3 Luftmaschen gemacht. Jetzt sind das 2 Maschen. Ein Umschlag. Und wieder in unsere erste machen wir 2 Stäbchen. Einmal ein Umschlag und wieder da rein noch ein Stäbchen. Die restlichen 6 machen wir ein Stäbchen mit Umschlag 1, 2,
3, 4, 5, 6. In unserer 7. Masche machen wir 2 Stäbchen. Einmal und zweimal. Das wiederholen wir bis zu Ende. Das heißt, jetzt kommen 2 Luftmaschen. Und so weiter und so weiter. Da kannst du mal sehen, dass unser Herz ein bisschen breiter wird. So sieht unser Deckchen schon aus. Jetzt die nächste Runde. Wir machen jetzt ganz normal 3 Luftmaschen. Ein Umschlag und wieder in dieses Stäbchen mit den Luftmaschen stechen wir noch einmal und holen den Faden daraus. Jetzt die nächsten 4 Stäbchen ganz normal mit einem Umschlag. Einmal. Zweite Mal, das dritte Mal und das vierte Mal. Jetzt machen wir 2 Luftmaschen, wieder ein Umschlag. Und die nächste Masche. Das machen wir wieder 4-mal. Einmal. Das zweite Mal. Dritte Mal. Und 4. So sieht das aus jetzt. In der letzten Masche machen wir wieder 2 Stäbchen. Das heißt einmal mit Umschlag. Noch einmal so. So sieht das aus. Jetzt machen wir keinen Abstand oder kein Fensterchen dazwischen. Jetzt machen wir sofort oder gleich einen Umschlag und in den ersten Stäbchen hier machen wir 2. 1 und 2. Dann wieder 4. 1, 2, 3 und 4. Dann kommen wieder 2 Luftmaschen.
1, 2, ein Umschlag und 4 Stäbchen. Dann 2 Stäbchen, 1 und 2 und danach sofort in die nächste oder in das nächste Herzchen hier. 2 Stäbchen, dann 4 einzeln und so weiter, bis die Runde zu Ende ist.